In diesem Video sage ich euch mal, wie ich mein BioFlow M garnelensicher bekommen habe und die Standzeit erhöht habe. Hallo Freunde, unglaublich aber wahr, ich habe es jetzt endlich geschafft, der BioFlow M ist garnelensicher. Und nach 3 Wochen hatte ich auch noch einen super Durchfluss, obwohl ich Filtervlies verwendet habe, was ich sonst jede Woche gewechselt habe. Es ist nicht so, dass mich das jetzt stört, das zu wechseln, aber man versucht ja doch da irgendwie wieder was hinzukriegen. Dann kann man auch schon mal länger wegbleiben. Schauen wir uns vorher nochmal den BioFlow an. Wo hat der denn überall Löcher? Einmal hier vorne, dieser Kamm sozusagen, wo das Wasser einfließt. Ansaugen möchte ich jetzt nicht sagen, dass es ein Oberflächenabsauger ist. Aber da kommt Wasser rein. Hier kommt das Wasser raus. Das ist aber soweit abgedichtet, sobald die Pumpe drin ist. Aber ihr habt ja gesehen, auf der anderen Seite ist auch noch ein Loch, weil sonst könnte man so nicht durchgucken. Dasselbe haben wir hier unten, den unteren Einlauf, auch von beiden Seiten. Wobei diese Seite ja an der Scheibe ist, da kommt man ganz schlecht dran. Die Garnelen, die sind aber ganz pfiffig, die kommen da überall irgendwo durch. So, jetzt haben wir hier unten auch nochmal 2 Löcher. Da können die Garnelen also auch rein. Ihr müsst bedenken, hier ist noch ein Fuß dran, den ich drin habe. Der hat diesen Fuß nicht, der ist da unten frei. Jetzt habe ich und wahrscheinlich viele von euch, die den BioFlow haben, ob den M oder sonst ein, sich überlegt, wie kann man diese ganzen Eingänge so weit zumachen, dass Wasser reinkommt, aber keine Garnelen. In den oberen Bereich habe ich ja schon mal erzählt, da macht man einfach einen Schwamm davor und dann ist der dicht. Und dann ist mir aufgefallen, diese Filterkammer hat ja hier auch diese Trennwand. Und wir haben hier eigentlich das Element, wo mehr die Heizung ist, und das große ist eigentlich der Filterbereich. Und ich möchte so aus dem Filterbereich heraus haben, weil da arbeite ich dran. Da wechsle ich Medien oder reinige Medien, sprich das Filtervlies, das muss gewechselt werden. Die Schwämme werden mal ausgedrückt und so weiter. Und wenn da eine Garnele drin ist, tja, das ist dann fast schon das Todesurteil für das kleine Tier. Wenn es aber hier hinten drin ist, kann es rein und raus so oft wie es will. Es ist einfach nur eine künstliche Höhle aus Kunststoff. Und die ist auch noch beheizt. Ja, und dann habe ich mir die Trennwand mal ein bisschen genauer angeschaut. Hier ist sie nochmal. Das ist hier also der Teil, wo geheizt wird. Und da sind nur hier oben die Überläufe, wo das Wasser in das Filtergehäuse reinläuft. Das ist alles. Und dahinter, in dem hinteren Bereich, sind die ganzen Eingänge, sowohl unten als auch an der Seite, als auch oben, wo ich sage, boah, da kommt ja alles Mögliche rein. Wenn die aber hier drin sind, ist es noch nicht tragisch. Die können auch wirklich nur hier oben in diesen Bereich des Filters hineinkommen. Und da habe ich mir überlegt, wie wäre es denn, wenn ich anstatt die ganzen anderen abdichte, die ganzen anderen Zugänge, diese beiden Zugänge abdichte und den vorderen Teil. Und so habe ich es dann geschafft, den BioFlow M garnelensicher zu bekommen. Die erste Idee wäre einfach, so einen Schwamm hier oben drauf zu packen. Kann ich euch aber sagen, das funktioniert für den vorderen Teil ja, für den hinteren Teil nicht, weil da ist immer noch ein bisschen Luft durch die Konstruktion dieser Halter, diese Kunststoffhalter, wo die Medien eingefasst werden, dass da genügend Luft ist, damit die Garnelen wieder reinkommen. Also muss ich hier wirklich die ganze Seite hier so zumachen mit Filterschwämmen. Jetzt habe ich viel nachgedacht und überlegt, wie kriege ich das denn hin? Ja, und die Lösung war so ein Filterkorb. Ihr wisst ja, ich habe ja auch Zirax drin und ich habe da Zirax jetzt in den Korb reingetan und den Korb ohne alles hier unten praktisch in den Filter hineingeworfen. Ich zeige euch das nochmal. Ich baue mal eben den Filter zusammen. So, jetzt habe ich hier den Korb. Ich habe hier den Filter, den schiebe ich einfach hier oben rein und dann wird er bis nach unten hin gedrückt. Ich hoffe mal, wenn nicht, aber der ist ziemlich im Dunkeln, man sieht es nicht. Aber dadurch habe ich jetzt die Auflagefläche ein bisschen nach oben gesetzt. Und jetzt fange ich an, meine Filterkammern dort einzusetzen. Die untere Filterkammer, die wird komplett befüllt mit Biofiltermasse. Jetzt habe ich ja schon ganz unten den Zirax-Korb drin, was auch immer ihr da rein
irgendeine Biofiltermasse, die ihr dann verwendet. Ob es jetzt Siporax, ob es Micromec, Biohome, wie sie alle heißen, welches ihr dann nehmt, das ist ja das Mittel eurer Wahl. Aber da unten ist dann schon mal eine Biofilterung drin und in der unteren Kammer mache ich dann auch eine Biofilterung rein. Hier, da sind jetzt hier Schwämme, die sind als Platzhalter, weil es könnte ja Siporax so wie bei mir drin sein. Ja, ist also wirklich nur ein Platzhalter und ihr seht, hier drüber habe ich das Filtervlies gepackt. Ich hatte das ja vorher nach der mechanischen Filterung in der oberen Kammer, dann Filtervlies und dann den Ziraxkorb. Und das wurde dann durch die Schwämme, die verschlammt waren, die wurden dann auch schwerer und haben dann auch dieses Filtervlies zusammengedrückt. Aber hier kann es nicht zusammengedrückt werden. Und ich kann euch sagen, ich habe jetzt eine Standzeit nach 3 Wochen es einmal ausprobiert, hatte immer noch einen guten Durchfluss durch den Filter. Habe es aber trotzdem gemacht, weil ich habe ihn einmal aufgehabt. Da habe ich es gereinigt. Ich denke, da gibt es auch eine Standzeit von 4 Wochen. Und vorher musste ich immer jede Woche das Vlies wechseln. Das kommt jetzt als nächstes in den Filter. Ich packe das mal hier rein. Nein, das wird ja so reingepackt. So. Und schiebe das einfach bis unten rein. So. Was jetzt passiert ist, das Filtervlies liegt über den ersten Zugangspunkt zur Pumpe, kann man so sagen. Also es gibt ja diese 2 Öffnungen, wo die Pumpe das dann rauszieht, dass es oben schneller durchläuft und unten dann wieder langsamer. Und es ist tatsächlich so, dass das Vlies immer noch überhalb des ersten Punkts ist, wo das Wasser herausgenommen wird. Und dann fängt die Biofilterung an. Es wird zwar oben noch ein bisschen Wasser rausgezogen und unten. Tja, dann bleibt nur noch die obere Kammer und die habe ich jetzt komplett mechanisch gemacht. Ja, da bin ich nach Keep It Stupid Simple gegangen. Ich habe dann hier seht, hier unten habe ich schon durchgeschnittene Schwämme. Ich habe also alle Schwämme mal in der Mitte durchgeschnitten. Dann kann man die auch besser wieder ausdrücken, weil man das in der Mitte so schlecht rauskriegt. Und ihr seht, ich habe unten feinen, oben groben Schwamm. Und wenn ich den jetzt hier reinschiebe, dann sieht das so aus. Hier geht gerade mal so das Wasser drüber und somit haben die Garnelen weder die Möglichkeit hier reinzukommen, noch hinten an die Löcher. Und es hat funktioniert. Es hat wirklich funktioniert. Ich zeige euch das mal. Hier kann man noch schön sehen, dass der Durchfluss ausreichend ist, um die Wasserfläche entsprechend zu bewegen. Und das Ding, das läuft jetzt seit 3 Wochen, ohne dass ich den Filter angerührt habe. Die Standzeit ist definitiv erhöht. Aber jetzt gucke ich erstmal in den Filter rein, bei den Filtermedien, ob auch alles so funktioniert hat, wie ich das wollte. Die Pumpe habe ich jetzt ausgemacht und jetzt mal die Stunde der Wahrheit, schauen wir mal nach. Also im unteren Bereich hat sich schon eine ganze Ecke an Schmand gesammelt. Ich sehe auch ein paar Schnecken. Ich versuche das mal so ein bisschen im Bild zu halten. Aber toi toi toi, wenn ich mich nicht ganz verguckt habe, sehe ich keine Garnele. Also packen wir das mal weg. Das ist also komplett die mechanische Filterung. Dann wollen wir mal jetzt ein bisschen tiefer graben. So, da haben wir jetzt hier, naja, den Rest der mechanischen Filterung. Und wir haben hier die biologische Filterung. Die wird mit Sicherheit sehr, sehr langsam durchflossen worden sein. Und ich sag mal so, die sieht auch schon recht sauber aus. Und feucht ist sie natürlich auch. Ich lasse das mal so drin, weil ich werde nur die Filterwatte hier wechseln.
Und das ist immer so eine ziemliche Aufgabe, sage ich mal, wenn man hier in dem Filter so etwas reinpackt. Die verkanten sich recht gerne, das ist ja auch gut, das ist ja auch Sinn und Zweck dieser Sache, dass die mehr oder weniger da durcheinander drin liegen und auch schön verwirbeln. Daher nehme ich das jetzt nicht ganz raus und werde nur die Filterwatte wechseln. Tja, ich habe den Filter Garnelen sicher gekriegt, so wie es aussieht. Klasse Sache. Ich finde das jetzt richtig gut. Ich habe eine höhere Standzeit. Meine Garnelen werden nicht mehr im Filter gefangen. Die können zwar immer noch rein, aber in eine Sektion, wo sie wieder raus können, wo ich auch nicht drin hantieren muss, und somit sind die Tiere auch nicht gefährdet. Ich bin ja auch gerade dabei, ein weiteres Experiment zu machen. Ich habe schon seit 5 oder 6 Wochen keinen Wasserwechsel gemacht, aber nächste Woche ist der wirklich fällig. Dann wurde 3 Wochen lang der Filter nicht gewartet. Auch das war ein Experiment bezüglich der Standzeit und natürlich der Garnelensicherheit. Mich persönlich stört es nicht, wenn ich da mal einmal die Woche oben so ein Filtervlies wechsle, aber je weniger man am Becken rumhantiert, umso besser für die Bewohner. Was hat das jetzt für Auswirkungen gehabt? Also Fische und Pflanzen kamen keinerlei Beschwerden, also die Mailbox war leer, keiner hat was geschrieben. Nein, die sehen also eigentlich, so wie ich das bis jetzt beobachten konnte, ganz gut aus. Wie die Pflanzen dann aussehen, seht ihr gleich mal in den Impressionen, weil ich habe mal extra nicht gegärtnert. Das ist morgen dann fällig. Ich wollte euch mal zeigen, wie die dann auch weiter gewachsen sind. Das sind natürlich jetzt alles visuelle Impressionen und ich habe mal so alles, was ich an Tests da habe, heute mal durchlaufen lassen. Hat eine Ewigkeit gedauert, aber ich werde die Werte mal hier so durchlaufen lassen und ich werde sie auch unten in der Videobeschreibung reinpacken. Es sind da ein paar Werte, wo ich dann noch ein bisschen was machen muss und ich bin auch schon angefangen und zwar mit der Düngung. Da musste ich die Tagesdüngung jetzt mal zurückfahren. Ich habe auch diese Woche mal die Wochendüngung, diese Stoßdüngung mal weggelassen. Ich hatte ein bisschen mehr Algen an den Scheiben als vorher und die habe ich natürlich abgemacht für die Impression. Aber ihr könnt dann in den Impressionen sehen, wie viele Algen denn tatsächlich im Becken sind. Es sind welche da. Ich finde sie jetzt nicht wirklich störend. Dennoch hatte ich ein kleines Alarmsignal bekommen, dass die an den Scheiben ein bisschen stärker geworden sind und werde dann daraufhin die Düngung auch natürlich wieder ein bisschen anpassen. Und das ist auch das, was ich sage, das gehört immer dazu, das Beobachten und bei Abweichung halt reagieren. Und das passiert halt jeden. Da muss man durch. Ich sage jetzt mal so, jeder, der oben in der Kammer von seinem Bioflow Schwämme hat, kann mit einem Cirax-Korb für unter 10 Euro seinen Bioflow garnelensicher machen. Ich bin jetzt endlich ganz froh, dass es bei mir so geklappt hat, weil da waren manchmal eine ganze Menge Garnelen drin. Die fanden nämlich das Filtervlies, was oben drauf lag, immer wie ein Buffet. Da kommen die aber jetzt einfach nicht mehr dran. Da haben die gar keine Chance. Ich hoffe, ich konnte einigen von euch helfen, auch mal anders an die Sache ranzugehen, kann zum Erfolg führen. Ich hatte mich die ganze Zeit natürlich auf die unteren Einläufe da konzentriert und das war aus meiner Sicht und das, was jetzt ich als Erfolg verbuchen kann, der ungünstigere Weg. Der Weg jetzt ist simpel, ist einfach. Man kommt zwar ziemlich schlecht an den Cirax-Korb ran, aber da muss man auch nicht dran. Der hat dann auch wieder so eine enorm lange Standzeit, biologische Filtermaterialien. Da ist das halt so, die haben eine extrem hohe Standzeit. Die mechanischen Filtermaterialien komme ich gut dran, habt ihr ja gesehen. Die werden dann gereinigt und die Biofiltersachen, die bleiben einfach drin. Und die Garnelen, die bleiben auch im Becken. Tja, das war's für dieses Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen, es hat euch was gebracht. Und wenn ihr dann noch irgendwelche Ergänzungen habt, immer rein in die Kommentare. Weil ich muss sagen, ich lerne da auch dann eine ganze Menge dann dadurch. Das ist dann so eine richtig schöne Win-Win-Situation. Und in diesem Sinne sage ich dann einfach mal Tschüss, bis zum nächsten Video, euer Detlef.